Liebe Mitmenschen, so jetzt muss ich doch gleich noch mal ein Video hinterher schieben zum 30. Juli, weil kaum hatte ich das Video im Internet aufgeschaltet, erhielt ich folgende Informationen. Am 5. August ist das Fest der Einweihung der Basilika Maria zum Schnee in Maria Maggiore in Rom. Es ist also der Himmelskönigin Maria geweiht. Und jetzt kommt noch etwas ganz Heftiges. Am 5. August 1943 wurden mehrere Widerstandskämpferinnen der Roten Kapelle hingerichtet. Am 5. August lassen die Nationalsozialisten im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee mehrere junge Widerstandskämpferinnen hinrichten. Unter ihnen sind Hilde Koppi, Liane Berkowitz, Ursula Götze und Cato Bonies van Beek. Koppi und Berkowitz haben kurz zuvor in der Haft ihre Kinder zur Welt gebracht. Gnadengesuche der Familien hat Hitler persönlich abgelehnt. Also am 5. August vor 80 Jahren. Und wenn man bedenkt, dass es ein Bildnis, ein Gemälde gibt von Adolf Hitler mit der Maria und dem Jesuskind auf dem Arm, da kann man erleben, dass bei ihm eine Wesensveränderung stattgefunden hat. Und es dann in diese Richtung ging. Und da werden wir am 5. August auch derer gedenken. Und jetzt ist eben interessant, dass meine Frau schon seit längerem will, dass wir auch diese Widerstandskämpfer ehren. Sie hat eine besondere Beziehung zu Schindler und Schindlers Liste. Ich habe immer gesagt, es fehlt mir ein Zeichen. Und jetzt habe ich dieses Zeichen. Und jetzt haben wir also 3 August Samstage, wo wir am 5. jetzt ganz klar diese Machtzentren im deutschsprachigen Raum bearbeitet. Am 12. August dann global. Am 19. August werden wir diesen Widerstandskämpfern gedenken. Da gehört auch dann zum Beispiel der Befehlshaber dazu, der im Allgäu die Sprengung eines Munitionslagers verhindert hat, und auch die Frau, die mit einem Schild am Ortseingang gesessen ist und gebetet hat, alleine im Alleingang, bis der Krieg vorbei war. Das war der Widerstand in Oberschwaben. Da werden wir also einiges dazu nehmen. Und wir werden am 19. August auch besonders dann John F. Kennedy mit hereinnehmen. Das wäre Deutschlands Chance gewesen. Und Deutschland hat es nicht begriffen und ergriffen. John F. Kennedy hätte das Ganze durchbrechen können. Und ich sage es nochmals, damals hatten auch die Anthroposophen versagt. Und wo sie heute stehen, kann jeder selber überlegen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir diese 3 Samstage Steigerungen und auch, ich möchte dann noch mit hineinnehmen, den Arzt Dr. Habig, der jüngst verurteilt wurde. Und er wurde sogar geachtet von einem Kommissar, der zu ihm gesagt hat, ja, Sie haben vollkommen recht, aber
Wir können nicht anders. Und das erinnert mich an Gandhi. Rudolf Steiner hat Gandhi als durchchristeten Menschen bezeichnet und hat folgendes Erlebnis als Grundlage. Als Gandhi von einem indischen Richter verurteilt wurde, nach britischem Recht, und Gandhi sah in den Augen des Richters diese Diskrepanz. Er als Inder, und er weiß, dass Gandhi Recht hat, aber er muss nach britischem Gesetz ihn verurteilen. Dann hat Gandhi ihn entlastet und hat gesagt: Herr Richter, Sie müssen mich auf das Schärfste verurteilen, nach britischem Recht. Denn wenn ich hier hinausgehe, dann werde ich weiter von der Wahrheit predigen. Und so hat er diese Last auf sich genommen, mit aller Konsequenz. Er wurde eingekerkert und nach einem Jahr begnadigt. Und das hat eben Rudolf Steiner gesagt, das ist wirklich christlich und ehrlich. Und wenn wir heute solche Verhältnisse in Deutschland haben, in der Bundesrepublik, dann gnade uns Gott. Und wir arbeiten intensiv, geistig und handwerklich. Wir können es schaffen, diesen Wahnsinn ein Ende zu geben. Und ich habe heute eine E-Mail-Adresse gefunden vom Herrn Habig. Ich hoffe, dass die E-Mail dort ankommt irgendwo, dass ich eine Möglichkeit sehe, wie er dort rauskommen kann, indem wir mit Humisal dort interagieren. Wer weiß, vielleicht erreicht ihn meine Mail oder vielleicht hat jemand von euch Zuschauern Möglichkeiten. Das jetzt als Ergänzung zum heutigen 30. Juli. Und so kommen immer mehr Zeichen dazu, dass ich denke, es werden noch mehr Zeichen kommen, die uns bestärken, da ranzugehen und da dran zu bleiben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Euer Bauer Hubert Mürle.